Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Oh Mann, ich versuche das Ganze hier gerade zum dritten Mal aufzunehmen. Mir kommen die Tränen. Mich hat gerade ein Zuschauerpaket erreicht. Und das ist so unglaublich süß. Ich habe hier ein riesengroßes Paket vor mir. Mir hat eine Zuschauerin ein Paket zugeschickt. Ich habe das gerade abgeholt, das Paket. Und ich habe schon, als ich es abgeholt habe, habe ich schon gefragt, kann es sein, dass du mir vielleicht ein falsches Paket gegeben hast? Weil ich habe ja nicht meine richtige Adresse angegeben, sondern das ging so gesehen wie an meine Managerin, die jetzt gerade mir bei vielen Sachen hilft und so weiter. Und die hat mir gerade das Paket gegeben und ich habe sie einfach nur gefragt, kann es sein, dass das das falsche Paket ist? Sie so, nee, siehst du doch, das ist für dich. Ich habe kein anderes mehr erwartet. Und ich habe aufgemacht, Leute. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie unfassbar süß kann man sein? Ihr müsst das doch nicht machen. Das ist so niedlich. Ich komme mit meinen Emotionen gerade überhaupt nicht klar. Ich schwitze, mir ist scheiße heiß, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde mal sagen, wir hauen das Intro rein und dann legen wir los. Zusammengerissen. Ich habe hier einmal einen Brief mit Alina drauf. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das Ganze hier vorlese. So eine Karte mit super süßen Herzchen drauf. Ich behalte die immer. Ich habe ja schon ein paar Zuschauerpakete bekommen und alle Karten behalte ich. Und ich will die, zumindest die ich bis jetzt habe, will ich einrahmen und irgendwo dann hinhängen, später, wenn ich umziehe. Mir ist das nämlich besonders wichtig. Liebe Alina, auch was für eine schöne Schrift. Voll die schöne Schrift. Liebe Alina, ich folge dir seit einigen Wochen und finde deine Art echt cool, ehrlich und irgendwie erfrischend. In diesem Paket wirst du einige deiner Favoriten etwas zum Testen und zum Naschen finden. Viel Erfolg weiterhin, alles Liebe, Zeynep. PS, alles was du nicht verwenden möchtest, kannst du natürlich weitergeben. Ich weiß, dass viele Influencer, ich habe schon so viele Videos angeschaut, sowas für selbstverständlich halten, weil die sind für mich einfach nicht mehr menschlich. Ich sehe es aber nicht als selbstverständlich. Ich sehe es selbstverständlich, dass ich euch ganz viel zurückgebe, weil ihr mir sehr viel gibt. Also gebt wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, weil dank euch kann ich von zu Hause aus arbeiten. Dank euch habe ich die Möglichkeit, Geld zu verdienen durch Social Media. Werdet ihr da draußen nicht. Würdet ihr meine Videos nicht schauen, hätte ich das Ganze nicht. Das heißt, der einzige Grund, warum ich mit meinem Arsch täglich zu Hause sitzen kann und täglich von hier aus arbeiten kann und nirgendwo in eine Firma fahren muss, ihr seid der Grund, warum das möglich ist. Und nicht ich. Nicht ich bin diejenige. Okay, gut, ich lade die Videos hoch. Aber ohne euch würde ich auch kein Geld verdienen. Das heißt, für mich ist das halt nicht selbstverständlich, dass ihr mir trotzdem noch mehr zurückgebt, als ihr das eigentlich schon tut. So, wisst ihr, für mich ist das halt einfach unbegreiflich und Leute, das ganze Paket ist hier voll. Und können wir mal bitte über dieses wunderschöne Geschenkpapier hier reden? Ich finde das so schön. Und Leute, meine Nase läuft sogar schon, weil ich geheult habe gerade. Als ich das Paket abgeholt habe, Leute, ihr hättet mich übersehen sollen, wie ich im Auto geflammt habe. Mein Eyeliner, der existiert eigentlich schon fast gar nicht mehr. So, ich mach das auf. Das sind von Evelyn diese Nature Maxi Bio Wattepads. Ich mag die Wattepads wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ich liebe die von Evelyn Nature. Oh mein Gott! Das sind noch die alten. Könnt ihr auch gar nicht sehen, aber ich versuche das irgendwie zu zeigen. Die neuen, die sind richtig zusammengepresst. Richtig zusammengepresst. Und das sieht man an den Seiten. Und das sind noch die alten. Oh mein Gott, ich liebe dich. Oh, da freue ich mich jetzt mega drüber. Das sind noch die richtig guten. Okay, machen wir mal mit dem zweiten weiter. Voll schön eingepackt. Voll die Mühe hat sie sich gegeben. Ich kann schon wieder einfach so rein.
Wir haben hier von Juti drei Augenpads in so einer richtig, in so richtig schönen Farben. Wir haben hier einmal lila, wir haben hier blau und wir haben hier dieses Pink, Rosé, wie auch immer. Richtig cool und die sind richtig schön kühl. Finde ich mega, danke! Okay, ich glaube... Okay, ich habe eine Vermutung, was das sein könnte. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Blütezeit. Ich habe mir schon sowas ähnliches gedacht. Und zwar Naturkosmetik, Bodyfluid, Bio Grapefruit und BioShare Butter, klimaneutral, sanfte Pflege, belebender Duft jeder Haut. Bio, vegan. Einmal das hier. Richtig cool. Ich kenne das gar nicht. Das riecht richtig gut. Das riecht gut. Dankeschön. Ich werde mich jetzt bei jedem einzelnen Ding bedanken. Das ist nicht... Oh mein Gott, wie viel sie mir hier reingepackt hat, ne? Nee, packe ich gerade nicht. Packe ich gerade einfach nicht. Geht nicht. Ich schwitze schon richtig, ey. Ich muss mein Pullover, glaube ich, ausziehen. Ich kann nicht mehr. Mir ist so heiß. Und dabei ist es draußen so kalt. Ich muss mich mal kurz beruhigen. Es geht nicht. Sorry. Ein paar Mal durchgeatmet. Ein bisschen was getrunken. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Nee, ihr müsst doch sowas nicht tun. Mensch, Leute. Garnier Skin Active Hydra Bomb. Also es ist auf jeden Fall eine Tuchmaske. Finde ich richtig cool. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte schon seit längerer Zeit die hier ausprobieren. Ich war aber immer zu geizig, die zu kaufen, weil die nicht gerade günstig sind. Oh Mensch, Zeynep, warum? Die sind voll teuer. Die Farbe ist echt schön. Mann, das hättest du doch nicht machen müssen. Apropos Granatapfel. Könnt ihr die auch einfach so essen? Also ich liebe die. Also ich habe jetzt aus Kroatien ein paar Granatapfel mitgebracht. Ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Und ich kann die so wegessen. Ich finde die super lecker. Es gibt sogar einen russischen Salat, wo obendrauf einfach nur Granatapfel ist. Also, ne, drinnen noch was gefüllt, aber so als Deko obendrauf ist da Granatapfel drauf. Und so geil. Da habe ich jetzt mega Bock drauf. Richtig cool. Intensivfeuchtigkeitsspendend, revitalisierend, Granatapfel-Extrakt plus Hyaluronsäure. Freue ich mich mega, dankeschön. Es tut mir gerade voll weh, das irgendwie auszupacken. Oh nein, wie süß! Oh, das hast du doch jetzt nicht ernsthaft gemacht. Ey, was ist das bitte für eine süße Maus? Sie hatte mich angeschrieben. Ich wusste, dass ein Paket kommt. Sie hat mich ja nach meiner Adresse gefragt, beziehungsweise nach einer Adresse, wo sie was hinschicken darf oder könnte. Ich habe ihr natürlich gesagt, sie muss das nicht tun. Und dann habe ich ihr halt die Adresse meiner Managerin gegeben, weil sie das halt soweit verwaltet, was adressentechnisch angeht. Und sie hatte halt gesagt, möchtest du irgendwas aus dem Primark haben, weil ich habe hier leider keinen Primark in der Nähe. Und sie hätte mich wegen den Nägeln gefragt. Und ich muss wirklich gestehen, die Nägel von Primark sind richtig, richtig gut. Und die halten auch mega lange. Bei mir haben noch nie so lange Nägel gehalten wie von Primark. Also ich habe gedacht, Kiss ist wirklich gut. Aber Primark-Nägel haben bei mir bombenmäßig gehalten. Und nicht ein einziger Greenie. Und da hat sie mir solche wunderschönen weißen hier geholt. Ich finde die so schön. Die sind so weiß, obwohl die könnten auch so... Die sind so schimmernd weiß. Wie so Perlen sehen die aus. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen, aber ich finde das mega schön. Danke, darüber freue ich mich sehr. Das ist gerade für mich wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern und wirklich, ich habe noch nie so viele Geschenke gekriegt. Also, was heißt noch nie so viele Geschenke gekriegt? Ich glaube, die schönsten und besten Geschenke habe ich tatsächlich von euch Zuschauern bekommen. Also, ich habe noch nie so viele Geschenke auspacken dürfen. Das hast du jetzt nicht gemacht. Das hast du... Nein, das hast du... Das ist so süß.
ist so süß. Die, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich Mickey Maus und Minnie Maus über alles liebe. Das ist so süß. Gott. Gott beschütze dich. Ich kann schon nicht mehr reden. Gott beschütze dich. Sollst du immer gesund bleiben? Soll deine Familie immer gesund bleiben? Ich wünsche dir wirklich Segen ohne Ende. Ich wünsche dir nur das Beste. Du bist wirklich eine einzigartige und tolle Person. Das wird jetzt mein Glücksbringer. Den packe ich gleich noch an meinen Schlüssel dran. Das ist wirklich... Nee. Das hat hier ja überhaupt gar kein Ende, Leute. Puh. Oh, sind die süß. Schaut mal. Oh, die sind richtig schön. Passt richtig gut jetzt in den Herbst. Hier sind solche goldenen Details noch drauf. Könnt ihr das irgendwie sehen? Ich finde die richtig, richtig gut. Richtig cool. Ich habe die tatsächlich schon mal getestet gehabt, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie die sind. Wie würde ich aussehen mit solchen Lippen? Dankeschön. Oh, die sind schön. Die gab es gar nicht bei mir. Also als ich in Düsseldorf war, die habe ich gar nicht gesehen. Richtig schön, Leute. Schaut euch die mal an. Ich glaube sogar tatsächlich, die würden meiner Mom gefallen. Ich glaube, die zackt sie mir ab. Weil das ist wirklich so richtig nach ihrem Geschmack und nach meinem Geschmack. Aber ja, meine Mom hat jetzt auch die Liebe gefunden für Press-on-Nails. Dankeschön. Könnten das Servietten sein? Ja! Oh, die finde ich schön. Und meine Nase läuft, kann mich gerade hier so ein bisschen verstecken. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und das passt jetzt gerade wirklich sehr gut, denn die Servietten bei uns in der Küche sind nämlich leer gegangen. Und wir haben immer in der Küche solche Servietten, also solche breiten, also die schmal so sind, aber ein bisschen breiter. So, wisst ihr, was ich meine? Und die sind leer gegangen. Ich habe jetzt nur noch solche viereckigen, aber die passen da halt so nicht rein. Die werde ich direkt gleich in die Küche packen. Da, danke schön, hast du sehr gut geraten. Das ist süß. Da merkt man, dass sie wirklich eine sehr, sehr aufmerksame Zuschauerin ist. Sie hat mir vom Babylove Feuchttücher gekauft. Und ich war erst vor ein paar Tagen wieder bei DM und habe sie vergessen zu kaufen. Das sind wirklich meine liebsten Feuchttücher. Ich kaufe die jedes Mal nach. Ich habe beim letzten Mal welche von, ich glaube, Rossmann mitgenommen oder so. Die riechen echt nicht gut. Danke, da freue ich mich sehr drüber. Und hier sind sogar 20 Stück drin, das heißt... Die von Rossmann, da sind weniger drin und sind sogar teurer. Also DM lohnt sich da wirklich mehr. Ah, was zu essen. Katjes, ich liebe Katjes. Grünohrhase. Was soll ich denn gerade sagen? Grünohrhase, die sind super, super lecker. Ich mag die gerne. Ich habe sowieso nichts mehr zu naschen zu Hause. Ich habe wieder alles abgegeben, Nichte, Neffe und so weiter und so fort. Obwohl ich erst gerade einkaufen wieder war, aber ich bin einfach zu nett. Klimaneutral, super, liebe ich. Danke. Mensch, ey, das nimmt hier kein Ende. Warum? Das ist niedlich. Das ist richtig süß. Ich mag die sehr gerne. Und tatsächlich, Leute, ich habe euch ja gesagt, ich werde wieder testen, mich mit den Tüchern hier abzuschminken, ob dann meine Haut besser wird. Und meine Haut ist besser geworden. Alle meine kleinen Pickel sind weg. Ich habe so noch vereinzelt so ein paar Stellen, aber das habe ich immer mal gehabt. Vor allem kurz vor den Tagen passiert das halt öfters, man jetzt mal Pickel kriegt. Aber ich habe halt nicht mehr diese kleinen Mini-Pickel, wie ich sie en masse hatte in meinem Gesicht. Und ich schmink mich jetzt derzeit nur noch mit diesen BB-Abschminktüchern hier ab. Und das funktioniert super und meine Haut ist auch wieder rein.
Danke, da freue ich mich sehr drüber. Das Telefon hat gerade angefangen zu klingeln, deswegen habe ich kurz pausiert. Ich glaube, das ist, hört sich wie Tee an. Türkischer Apfel. Ich liebe türkischer Apfel. Und das ist bei mir leer gegangen. Schon vor 2 Monaten oder sowas. Ich liebe türkischer Apfel. Leute, probiert den mal. Der ist so, so, so unglaublich lecker. So, so geil. Als nächstes. Okay. Schwer. Von Isana Creme Dusche Berry Love. Fruchtiger Duft nach Beeren für sanfte Haut. Das riecht sehr gut. Ich habe davon mal eine Seife gehabt und die riecht bombastisch. Oh, die riecht so gut, Leute. Ich glaube, die werde ich mir direkt gleich in meine Dusche packen. Erfülle mich nach und spare 75% Plastik. Ey, richtig cool. Ich werde die Flasche dann behalten und werde dann einfach nachfüllen. Meine Mom liebt das momentan mit diesem Nachfüllen sehr gerne. Deswegen, das finde ich richtig cool. Danke, da freue ich mich sehr. Irgendwie, ich habe es, glaube ich, schon gesehen, dass das mit dem Nachfüllen bei... Dass es das bei Rossmann gibt. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin einfach schockiert, ich kann nicht mehr reden. Dass es das gibt, aber irgendwie habe ich es gekonnt übersehen. Aber ich weiß, dass ich das... Ich bin mir dessen bewusst. Ist das Deutsch? Ich glaube, ja. Darf jetzt mit Serum. Summer Glow Body Lotion. Das finde ich richtig cool. Sanfter Selbstbräuner ohne Streifen. Oh. Das finde ich richtig cool. Ich habe zwar noch nie sowas benutzt in der Art, aber ich werde das mal definitiv ausprobieren. Oh. Boah, riecht das gut. Corona-Nase ist zwar da, aber das rieche ich. Oh, riecht das gut. Riecht mal dran, Leute, wenn ihr bei DM oder bei Rossmann seid. Du hast noch was gekriegt. Catrice Blushbox, die gibt es ja so irgendwie nicht mehr. Die haben ja jetzt irgendwas mit R rausgebracht. Habe ich in meinem neuen DM-Live-Hall gezeigt. Und ich finde die Blushbox von Catrice einfach so unglaublich gut. Und das ist halt so ein bisschen Highlighter, ein bisschen Blush. So das, was ich halt liebe. Ich benutze auch immer so Blush mit ein bisschen Glitzerpigmenten mit drin. Das finde ich sehr, 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 sehr nice. Dankeschön, da freue ich mich sehr drüber. Vor allem, weil es Blushbox halt nicht mehr gibt. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Sache. Gott sei Dank. War schon so viel zu viel. Die sind schön. Jo, sind die schön. Die finde ich ja jetzt mega. Danke. Wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Liebe Zeynep, du bist wirklich ein goldener Engel. Ich kann es nicht anders in Worte beschreiben. Mir fehlen auch ehrlich gesagt die Worte. Ich bin dir unheimlich dankbar für alles. Du hättest das nicht machen müssen. Ich bin wirklich, ich bin in love. Ich bin einfach gerade so in love, dass mir jemand sowas Schönes hier schenkt. Und das ist so süß. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Ich wünsche dir, wie ich vorhin gesagt habe, nur das Beste. Sollst du immer beschützt werden. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Gesundheit, ganz, ganz viel Glück in deinem Leben, dass dir immer nur das Beste passiert. Sollst du von allen Engeln, die es auf dieser Welt gibt, beschützt werden, in die Arme genommen werden. Und ich bin einfach froh, dass es so einen Menschen wie dich gibt. Wie gesagt, ich habe kaum Worte. Du hast mich zum Schwitzen gebracht. Du hast mich zum Weinen gebracht, zum Positiven. Ich bin dir wirklich unglaublich dankbar. Und du hast ein sehr, sehr gutes Herz. Und das wird auch belohnt, glaub mir. Ja, Dankeschön. Leute, das Video ist noch nicht vorbei. Ich habe mich gerade, wirklich gerade beruhigt. Und ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu weinen. Und zwar habe ich das noch im Paket gefunden. Ich habe es wohl übersehen. Und zwar ist das von NYX. Ja, so ein... Ich glaube, das ist... Das ist die matte Serie, genau, matt, soft matte Lip Cream. Ich liebe ja rote Lippenstifte, so, so unglaublich krass. Danke, 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 danke. Ach Mann, warum kaufst du sowas Teures? Ich komme nicht klar.
Ja, meine Schnutis, ihr habt mich heulen gesehen, aber die Emotionen konnte ich einfach nicht verstecken. Und ich denke mal, in diesem Video darf ich es auch mal zeigen. Ich bin sehr dankbar über dieses Paket. Ich habe mich sehr gefreut, das Ganze hier auspacken zu dürfen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich würde mich selber ein Däumchen nach oben über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.